So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich abbauen und fünfmal in Folge die Schwachstelle treffen. Das Ganze machen wir in einer Solo-Runde. Einfach ganz entspannt in einer Solo-Runde. Warum in der Solo-Runde? Weil ich will jetzt einfach nur kurz was ausprobieren. Weil in der Solo-Runde bleibe ich eigentlich immer länger in der Lobby. Weil wir könnten das rein theoretisch sogar auch in der Lobby machen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich gucke jetzt nochmal. Weil ich mache das schon immer, wenn ich in der Lobby bin, mir einfach die, auch wenn es nur 10 EP sind, ich hole mir die 10 EP noch mit. Ihr wisst ja, EP-Geiern. So, dann wundert ihr euch bestimmt, warum steht Skin-Verlosung im Titel. Und auch in dem Thumbnail, ganz einfach, ich verlose unter meinen Mitgliedern einen Skin, wenn ich eine Solo-Runde gewinne. Das Ganze mache ich immer im Livestream jetzt. Nicht immer, aber natürlich immer öfters, weil wir wollen natürlich immer noch Custom-Games sehen und auch spielen. Weil ich habe schon gemerkt, so langsam, die Leute haben nicht mehr so viel Bock, großartig zu leveln, sondern lieber ganz entspannt. Custom-Games ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich brauchte halt schon eine gewisse Mischung, sage ich jetzt mal. Weil jetzt nur Custom Games, auf Dauer, naja. So, gucken wir erstmal. 1, 2, 3, 4, naja, ist zu wenig. Wo das geht, ist an den Containern. Ich weiß nicht, ob es zählt, aber da müsst ihr einfach mal ausprobieren. Warte mal, da hinten an den Containern, aber ich komme jetzt nicht mehr so schnell dahin. Aber ganz einfach irgendwo einen großen Stein treffen und gut ist, mehr müsst ihr da eigentlich nicht machen. Warte mal, wo haben wir denn irgendwas? Jetzt muss ich gerade selber überlegen, wo ich jetzt hier hinspringe, wegen Solo. Nicht, dass wir direkt sterben. Weil, wir wissen ja, ein bisschen Smalltalk muss es ja noch sein. Und wie gesagt, wenn ich euch auch mit der Aufgabe schon helfen konnte, dann gerne mal ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und wer noch nicht hat, gerne auch meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Wer ein bisschen mit mir quatschen will, auch gerne auf Insta folgen. Auch da habe ich kein Problem, den Leuten zu antworten. Kommentare beantworte ich ja sowieso immer alle, solange es noch möglich ist. Ich meine, ich habe in Anführungszeichen 3700 Abonnenten nur. Nur in Anführungszeichen. Aber bis jetzt habe ich es immer hingekriegt, jedem zu antworten. Vielleicht nicht immer direkt, aber ich gucke halt immer, dass bei mir auf dem Handy eine 0 da steht. So, wie machen wir es jetzt? Ich würde sagen, wir versuchen... Weil den Kampf will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Erstmal im Bus looten auf ganz entspannt. Und dann würde ich sagen, bauen wir den Bus ab. Und dann müssten wir eigentlich schon unsere 5 Treffer haben. Und ich hoffe, ihr macht nicht genau denselben Fehler, den ich früher immer gemacht habe. Nämlich immer in einem durchgehauen. Nein, weil... Warte, ich zeige euch gerade, wie ich es mache. Einmal warten. Zweimal. Dreimal. Kein Lex. Hallo. Viermal. Und... fünfmal und sechsmal und schwupps, schon ist die Aufgabe geschafft. Das ist halt das, was ich immer falsch gemacht habe. Ich dachte immer, man muss durchschauen, aber muss man überhaupt nicht. Boah, was ist denn mit meinen FPS? Ich habe jetzt eben schon nachgeguckt. Ich frage mich echt, was hier so überlastet ist. Also die Grafikkarte ist es nicht, CPU ist es auch nicht, aber irgendwas haut mir da die FPS-Drops rein. Das ist echt schon nicht mehr feierlich. Aber irgendwie komme ich auch damit klar. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier ein bisschen Loot noch kriegen. Gucken, ob wir die Runde noch anständig zu Ende kriegen. Auf Ehrenbruderbasis. Oh, mystische Kiste. Jeder kennt sie. Und was ist drin? Schirm? Nein. So, holen wir mal ganz entspannt noch die Pump mit. Ich höre schon wieder nur Hubschrauber, weil die sind, glaube ich, alle die Brückenaufgabe machen. Die werde ich gleich noch als nächstes wahrscheinlich machen. Oder aber das mit dem Bounce Pad. Und wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr das, dass ich die Aufgaben wieder mache. Also, mir macht es schon relativ viel Spaß wieder. Also, es gab Zeiten, da war es halt wirklich stressig, weil Donnerstags, ihr seht es ja, wir haben jetzt 7:30. Bis ihr das Video habt, haben wir wahrscheinlich 8 Uhr abends. Es ist halt ein bisschen zeitaufwendig. Aber andererseits sieht man halt trotzdem anhand der Aufrufe, ist einfach so, dass immer noch genug Leute da sind, die nach den Aufgaben suchen. Weil mit hier dem Battle Pass habe ich eigentlich gedacht, das war's jetzt mit meinen Aufgaben machen. Weil Epic ja im Prinzip alle Aufgaben schon auf der Map anzeigt, man weiß, was man machen muss. Aber ich wurde dann doch eines Besseren belehrt.
Aber die meisten werden natürlich auch die Aufgaben ohne mich schaffen. Und auch die nochmal vielen Dank, dass ihr jetzt sogar noch dran seid und einfach hier noch ein bisschen Gameplay anguckt. Und ein bisschen Smalltalk. Und keine Angst, Livestream wird noch kommen, also da wird sich nichts ändern. Aber es werden natürlich wieder ein paar Videos mehr kommen. Ich denke mal, viele wollen noch, dass ich mich äußere zu ein paar Aussagen, was weiß ich, wegen Corona wird die Battle Pass verschoben oder neue Skin Leaks oder so. Also da wird schon noch einiges auf euch zukommen. Ich gucke halt immer so, was passiert in Rette die Welt. Ach, Rette die Welt sah schon. 22er Headshot. Aha, der allerechte. So, dann was anderes, was die Headshots betrifft. Es stimmt, ihr müsst mit der Pistole die Headshots machen. Es ist ganz komisch, es steht auch nicht da, aber die Headshots müssen mit der Pistole gemacht werden. Aber warum das so ist, kann ich euch leider auch nicht sagen, aber es ist leider so. Ich hoffe, die meisten werden es dann endlich mal rausgefunden haben. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das war das. Noch eine mystische Kiste. Zwei mystische Kisten. Was ist denn da los? Oha, oha, oha. Biggie, ne. Warte mal, dann spielen wir das hier anders. Oh, was ist denn da? Hallo, Menü. Menü hat wieder keinen Bock auf mich. Karma kommt. Was hat eigentlich die Zone? Ach, wir sind mittendrin. Da haben wir ja Zeit. Da haben wir ja reichlich Zeit. So, hier haben wir doch eigentlich, glaube ich, auch noch einen Umwandler, oder? Vor allem habt ihr eigentlich auch alle den Erfolg hier, beziehungsweise den, die Errungenschaft, ist ja kein Erfolg, sind ja nicht auf der PlayStation, dass ihr hier einfach alle Kisten looten müsst, oder 6 oder 7 Kisten. Einfach alle Kisten öffnen und schon bekommt ihr die Errungenschaft. Ist halt schade, dass man dafür keinen Erfolg kriegt. Also da könnte man eigentlich auch was machen, wenn man irgendwas Besonderes im Spiel macht, wo die Aufgabe nicht direkt so erklärt ist im Spiel, sage ich jetzt mal. Bisschen XP könnten sie ja wenigstens dafür raushauen. Das ist halt genauso wie Custom Games. In meinen Augen gehören da ein bisschen was in XP auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon 12 Kisten aufgemacht. XP sind da. So, die noch. Dann müsste ich... Ah, siehst du, wusste ich doch. Auf ganz entspannt. Ja, ich weiß, ich hatte eben die Farmers in Blau, aber ich hasse die. Ich mag sie einfach nicht mehr. Auch die Aug, ich feiere die nicht mehr so. Ich spiele lieber die Scar. Ganz ehrlich. Ist hier die Kiste noch da? Ne, hier die ist schon mal weg. Da eiert einer mit dem Boot rum. Ah, Gegner kommt. 2 Gegner. Flugzeug weg. Weg. Tschüss. Das war noch Safe-Teamer, oder? Wenn die Leute doch so da rumeiern, können das doch nur 2 Teamer sein. Boah, der will es aber wissen. Der macht ernst. Ja, ja. Bester Mann. Ein bisschen tiefer fliegen. So, hier kann ich euch schon mal zeigen. Einmal blaue Brücke. Aber dazu werde ich schon ein Video machen, keine Panik. Aber hier war jedenfalls schon mal die blaue. So, wo fliegen wir denn jetzt erstmal hin? Ich würde sagen, ziemlich nah am Zonenrand. Oh, der hat sich... Was war das für ein Fight? Ah ja, die allerechten. Haben sie sich nicht runtergebaut? Wundert mich aber. So, hier war auch schon einer. Eine kleine Rundfahrt. Hier ist der Obstgarten. Hier unten sehen Sie irgendwie eine schwere Explosion. Dann fahren wir mal zu der kleinen Farm. Beziehungsweise fliegen. Ach, der Hubschrauber ist noch da. Was ist denn da los? Ist ja ganz seltsam, dass der Hubschrauber... Aber er wurde schon benutzt, ne? Ja. Hä? Ist der am Hubschrauber gestorben? Oder werden die Gold, wenn... Also, wo ist hier ein Gegner? Kann ich hier einen 30er Move machen? Zack!
So macht man Kill mit dem Hubschrauber. Wo ist eine andere? Ah, mein Hubschrauber ist fast down. Jetzt muss man... Guck mal, die FPS-Drops, das ist doch ekelhaft, echt. Aha. So wolltest du mich wegholen. So eklig. Nee, 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 mein Freund. Nicht mit mir. Weil ich bin der Allerechte. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal. Ich gehe jetzt hier aus der Runde raus. Werde dann noch die anderen Videos aufnehmen. Erstmal danke, dass ihr so weit da wart, lange da wart. Mal gucken, wer was reinschreibt wegen dem Hubschrauberkill. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.